In Sachsen regiert CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zusammen mit SPD und Grünen. Kretschmer kommt bei den Leuten immer noch gut an, denn er redet so, als sei er überhaupt nicht von der CDU. Er widerspricht in fundamentalen Fragen, wie zum Beispiel der Ukraine-Hilfe, seinem Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Dementsprechend hat mittlerweile CDU-Parteichef Friedrich Merz grünes Licht für die Zusammenarbeit zwischen der CDU und dem BSW gegeben. Merkel hat die CDU so weit nach links verschoben, dass sie mit dem BSW kompatibel ist. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Sympathisanten, am 1. September wird in Sachsen und Thüringen, am 22. September in Brandenburg gewählt. Wenn wir uns die neuesten Wahlumfragen ansehen, stellen wir als erstes fest, dass die AfD in allen drei Bundesländern die stärkste Kraft ist. In Brandenburg steht die SPD bei 20%, in Sachsen und Thüringen bei 5%. Die Grünen kratzen in Brandenburg und Sachsen ebenfalls an der 5%-Hürde, während die Grünen in Thüringen den Einzug in den Landtag nach den aktuellen Umfragen wahrscheinlich nicht schaffen werden. Die FDP wird voraussichtlich in allen drei Bundesländern an der 5%-Hürde scheitern. Somit kommen die bunt regierenden Ampelparteien zusammen in Sachsen und Thüringen auf gerade einmal 12%. In Sachsen liefert sich die CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. Je nach Umfrage liegen AfD und CDU gleich auf oder eine der beiden Parteien liegt jeweils vorne. In Sachsen regiert CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zusammen mit SPD und Grünen. Kretschmer kommt bei den Leuten immer noch gut an, denn er redet so, als sei er überhaupt nicht von der CDU. Er widerspricht in fundamentalen Fragen, wie zum Beispiel der Ukraine-Hilfe, seinem Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert eine Kürzung der Waffenhilfe für die Ukraine, weil sie nichts bringe. Was bezweckt er damit? Unser Reizthema des Tages mit Focus Online Chefkorrespondent Uli Reitz. Uli, Kretschmer war von Beginn an gegen diese Waffenlieferungen. Das ist also nichts Neues. Aber warum macht er das Fass jetzt nochmal neu auf? Naja, er macht es auf und er macht jetzt noch ein größeres Fass auf. Und das hat was zu tun mit dem Wahlkampf, der jetzt in der Endphase ist. Die letzten wenigen Wochen, bevor am 1. September in Sachsen Landtagswahlen sind. Und das, was er gesagt hat, da hören wir uns gleich nochmal das Originalzitat an. Das ist kein Zufall, dass es eine große Nähe hat zu dem, was das Bündnis Sarah Wagenknecht und Sarah Wagenknecht selber verkünden. Ich sage nochmal eben das Zitat von Herrn Kretschmer, um das es geht, nämlich: Wir können nicht länger Mittel für die Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen. Das Skandalon ist dieses und nichts bringen. Und zwar warum? Weil ohne die Waffenlieferungen des Westens wäre die Ukraine nicht überlebensfähig. Das heißt, im Grunde genommen stellt mit dieser Äußerung Sachsens Ministerpräsident kämpfend um seine Wiederwahl die Existenz der Ukraine hier in Frage, um seinen Wahlerfolg zu sichern. Das heißt mit anderen Worten, Herr Kretschmer hat eine Außenseiterposition in der CDU, er hat eine Außenseiterposition im Bundesrat, er hat eine Außenseiterposition im Bundestag und seine Position hat keine Chance, mehrheitsfähig zu sein. Das wiederum, man kann es für absurd halten, gibt ihm die Möglichkeit, solche Kapriolen im Wahlkampf zu veranstalten. Die allerdings die Solidität, Seriosität und Glaubwürdigkeit der CDU insgesamt deutlich in Frage stellen. Ulrich Reitz trifft den Nagel auf den Kopf. Wer in Sachsen CDU wählt, fällt einfach nur auf die Rhetorik von Michael Kretschmer rein. Nach gegenwärtigem Stand der Umfragen wird Kretschmer seine schwarz-rot-grüne Koalition nicht weiterführen können. Selbst wenn SPD und Grüne den Wiedereinzug schaffen, wird es zusammen mit der CDU nicht mehr für eine Mehrheit reichen. Es braucht also einen neuen Koalitionspartner. Weil die AfD von vornherein als Koalitionspartner der CDU von dieser ausgeschlossen wird,
bleibt also nur noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das BSW liegt in den drei genannten Bundesländern zwischen 15% und 19% in den Umfragen. Schauen wir uns das BSW in den Ländern und im Bund einmal genauer an. Die BSW-Spitzenkandidatin für Sachsen heißt Sabine Zimmermann. Wer ist Sabine Zimmermann? Von 2005 bis 2021 saß sie für Die Linke im Bundestag. Zimmermann war Gewerkschafterin und trat in den 90er Jahren in der SPD ein und saß als SPD-Abgeordnete auch im Sächsischen Landtag. 2005 verließ sie die SPD und wechselte zur Linkspartei. Noch im selben Jahr wurde sie für die Linkspartei in den Bundestag gewählt. Für die Bundestagswahl 2021 wurde sie nicht mehr von der Linkspartei aufgestellt. 2 Jahre später verließ Zimmermann die Linke und wechselte in das BSW. Als Bundestagsabgeordnete stimmte sie für 2 von Grünen und FDP eingebrachten Entwürfe zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, zum Geschlechterwechsel. Ein Verbot des Genderns in offiziellen Dokumenten des Bundes lehnte sie ab. Zimmermann stimmte auch gegen den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken sowie eine Normenkontrolle der Infektionsschutzgesetzgebung während der Corona-Zeit. Das sind 3 Kardinalfragen, aufgrund derer Frau Zimmermann nach meiner Auffassung nicht wählbar ist. Mit den Inhalten, die vom BSW propagiert werden, hat Frau Zimmermann wohl wenig zu tun, obwohl sie als Spitzenkandidatin des BSW nominiert wurde. Aktuell regiert in Thüringen der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow, zusammen mit SPD und Grünen unter einer von der CDU tolerierten Minderheitsregierung, die versprochene Neuwahl nicht durchgeführt hat. In Thüringen möchte Mario Vogt als CDU-Spitzenkandidat neuer Ministerpräsident werden. Mit seiner CDU, die in Umfragen zwischen 21% und 23% hinter der AfD auf Platz 2 abschneidet. Er könnte trotzdem zusammen mit SPD und BSW eine Koalition bilden, sofern es die SPD in den Landtag schaffen würde. Mario Vogt ist in den letzten Monaten wiederholt negativ aufgefallen. Wie verschiedene Medien berichteten, soll Mario Vogt in seiner Doktorarbeit von Wikipedia-Artikeln abgeschrieben haben. Zu dieser Erkenntnis kommt ein Plagiatsgutachten, das Apollo News vorliegt. Der Plagiatsprüfer Stefan Weber schreibt darin von 46 Plagiaten. Außerdem soll Vogt auch in anderen Publikationen abgeschrieben haben. Eine halbe Seite soll er bis auf 2 ergänzende Worte komplett aus einem Spiegelartikel für seinen eigenen Beitrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung abgeschrieben haben. Viel wichtiger halte ich jedoch Folgendes. Vogt forderte Klarnamenpflicht und Zitat verwirkbare Lizenzen, Zitat Ende, für Nutzer von Social Media Portalen, falls sich diese allzu regierungskritisch äußern, angeblich um die Meinungsvielfalt zu erhalten und die Demokratie zu schützen. Wie aber schützen wir die Demokratie im Bereich von Social Media? Da gibt es sicherlich 5 Hebel. Idealerweise sollte man sich über die Frage eines Bot-Verbotes verständigen, damit eben die Nutzung gefälschter Profile eine Straftat ist. Es geht auch um die Frage einer Klarnamenpflicht, weil Meinungsfreiheit nicht hinter Pseudonym versteckt werden soll. Es geht auch um die Frage, dass wir verwirkbare Social-Media-Lizenzen für jeden Nutzer schaffen sollten, damit eben auch Gefährder im Netz nichts verloren haben. Es wird uns beschäftigen müssen, wie wir Algorithmen einhegen, damit wir die Meinungsvielfalt auch in sozialen Netzwerken beleben. Und es geht um eine stärkere Medienkompetenz. All das wird uns im Thüringen-Monitor an unterschiedlichen Stellen sichtbar gemacht. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass Thüringen nicht nur ein Land einer funktionierenden digitalen Infrastruktur, klaren Lösungskonzepten für unsere Bürger bedeutet, sondern eben auch auf die veränderte politische und auch tatsächliche Kommunikation im digitalen Raum achten. All das zusammen führt dazu, dass Blasen platzen und Echokammern sich wieder öffnen. Und das schützt unsere Demokratie. Mit solchen Vorstellungen ist Vogt eher eine Gefahr für die Demokratie als ein Verteidiger demokratischer Grundsätze. Bei der MDR-Wahlarena vom 15. August brachte Vogt seine eigenen Klaköre mit, wie das nachfolgende Video zeigt. Mario! 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 Mario!
In der Wahlarena fiel Vogt dann mit folgenden Aussagen auf. Und vor der Wahl etwas anderes zu sagen und hinterher was anderes zu machen, das darf nicht sein. Die Menschen draußen können froh sein, dass wir ihnen vor der Wahl sagen, was wir nach der Wahl machen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Ich halte die CDU für absolut unglaubwürdig. Vor den Wahlen bietet sie sich bei den Wählern als Problemlöser an, für die Probleme, die sie während der Merkel-Ära selbst geschaffen hat. Wie in Sachsen wird die CDU in Thüringen nicht am BSW vorbeikommen, wenn sie ohne die AfD eine Regierungskoalition bilden will. Die Thüringer Spitzenkandidatin des BSW heißt Katja Wolf. Wer ist Katja Wolf? Ab 2012 war sie Bürgermeisterin in Eisenach. Im Herbst 2023 hatte sie zumindest noch öffentlich ausgeschlossen, in die Partei von Sarah Wagenknecht einzutreten. Gegenüber der Welt sagte sie, Zitat, der Austritt aus der Linken war der schwerste Schritt meines Lebens. Für mich war aber klar, ich will den Stillstand beenden und Höcke etwas entgegensetzen. Zitat Ende. Im Kern möchte sie also Höcke als Ministerpräsidentin verhindern. Katja Wolf war also wie Sabine Zimmermann zunächst ebenfalls bei den sogenannten Linken. Sind diese Personalien nur Ausrutscher? Nein, wie ein Blick auf den Bundesvorstand zeigt. Die BSW-Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali kommt ebenfalls aus der Linkspartei. Auf die Frage von Journalist Thilo Jung, ob sie für offene Grenzen eintritt, sagte sie, Zitat, ja, auf jeden Fall. Das wünsche ich mir, dass wir eine Welt haben, wo jeder Mensch sich aussuchen kann, wo er gerne leben möchte und auch dort einfach leben und arbeiten kann. Zitat Ende. Gibt es beim Thema Abschiebungen, bist du generell gegen Abschiebung zum Beispiel? Ich bin generell gegen Abschiebung, ja. Egal wohin, egal wer. Ja, also da sind wir natürlich bei der grundsätzlichen Frage. Also ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es jetzt passiert. Es gibt keine Abschiebung nach Afghanistan, keine Abschiebung nach Syrien, gar nichts. Also jeder Mensch, der geflohen ist, aus der Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Und der muss hier auch eine Perspektive haben können. Eure Partei ist ja für offene Grenzen. Also Menschen, die in Not sind, können nach Deutschland kommen. Unterstützt du das? Ja, auf jeden Fall. Anders als Sarah. Nee, also Sarah hat das Asylrecht nie in Frage gestellt. Ich zitiere das hier. Die Linke, Amira Mohamed Ali, war für Klimaneutralität bis 2035, hielt die Impfung für den einzigen Weg aus der Pandemie, befürwortete eine Impfpflicht als Ultima Ratio und war generell gegen Abschiebung. Jetzt ist sie Co-Vorsitzende des BSW. Also ich bin jetzt Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht und ich vertrete aber die Position. Aber man stellt sich, aber Sie verstehen die Frage, weil man stellt sich natürlich die Frage, wie Sie das geworden sind, wenn Sie bis vor nicht allzu langer Zeit noch für diese Dinge gestanden haben. Das ist ja schon ein ganz schöner Stretch. Ja, aber das ist tatsächlich, naja, was heißt denn, na gut, es empfinde ich tatsächlich nicht so. Ich habe Sarah Wagenknecht auch in der Linken immer unterstützt und das ganze Thema mit der Impfpflicht, also das stimmt auch so nicht. Also die Vorstellung, dass Asylmigranten nach einer Befriedung ihrer Heimat wieder dorthin zurück müssten, nannte sie, Zitat, fürchterlich, Zitat Ende. Das bedeutet, dass die BSW-Vorsitzende die unbegrenzte Masseneinwanderung befürwortet, die das Grundproblem für viele weiteren grundsätzlichen gesellschaftlichen Probleme darstellt. Wird dieses Problem nicht gelöst, wird es keine Politikwende in Deutschland geben. Ich fasse zusammen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Partei, die fast ausschließlich aus ehemaligen Linksparteipolitikern besteht. Das BSW will der AfD nicht zusammenarbeiten und bietet sich stattdessen bei der CDU als neuer Koalitionspartner an. Alle diese linken Kandidaten haben nichts aus dem Scheitern des Sozialismus gelernt. Sozialisten machen immer große Versprechungen für Politikwenden. Dann folgt die grün-rote Planwirtschaft, dann die Mangelwirtschaft und am Ende der komplette wirtschaftliche Zusammenbruch und der Abbruch der demokratischen Rechte. Unterdessen haben die Vorsitzenden der Linkspartei Janine Wissler und Martin Schirdewan ihren Rücktritt angekündigt und werden beim Parteitag im Oktober nicht erneut kandidieren, weil die Linkspartei längst von Sarah Wagenknecht übernommen ist. Gratulation an Sarah Wagenknecht. Für Deutschland bedeutet das ganze Manöver keinen Gewinn. Zweck der Übung ist, dass eine neue Scheinopposition aufgebaut wird,
die die CDU wieder zurück zur Macht bringt. Das zeigt sich schon allein daran, wie häufig BSW-Vertreter in öffentlich-rechtliche Talkshows eingeladen werden oder wie häufig sie in Mainstream-Presseorganen erwähnt werden. Dementsprechend hat mittlerweile CDU-Parteichef Friedrich Merz grünes Licht für die Zusammenarbeit zwischen der CDU und dem BSW gegeben. Merkel hat die CDU so weit nach links verschoben, dass sie mit dem BSW kompatibel ist. Nun möchte ich noch auf die SPD eingehen. Schauen wir uns deren Bundesminister näher an. Wir haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie kassierte letzte Woche im Eilverfahren eine Klatsche vor dem Bundesverwaltungsgericht, weil sie unter Missachtung der Pressefreiheit das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer erst zum Verein erklärt und dann verboten hat. Im Eilverfahren hat Jürgen Elsässer nun gewonnen und der Rücktritt von Nancy Faeser ist überfällig. Das rechtsgerichtete Kompaktmagazin darf vorläufig wieder erscheinen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht gestern entschieden und damit das Verbot von Innenministerin Faeser erstmal ausgesetzt. Eine endgültige Entscheidung soll in einem Hauptverfahren fallen. Mehrere Politiker der Regierungsparteien und aus der Opposition kritisieren, Faeser hätte das Verbot nicht ausreichend vorbereitet und begründet. Die Kompaktredaktion feiert die Entscheidung. Chefredakteur Elsässer bezeichnete sie heute in einer Pressekonferenz als Sieg gegen die Innenministerin. Ja, der gestrige Tag war der wichtigste Tag zur Verteidigung der Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre 1962. Damals hat das Hamburger Nachrichtenmagazin obsiegt über die autoritären Übergriffigkeiten, vor allem des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß, der dann zurücktreten musste. Und so hat Kompaktmagazin gestern obsiegt über die autoritären, um nicht zu sagen faschistischen Übergriffigkeiten der Innenministerin Nancy Faeser. Und dennoch muss man sagen, es gab auch viel Kritik aus der Hauptstadt, auch wenn Nancy Faeser sich jetzt noch verteidigt. Aber wie genau lautete die Kritik? Ja, es kommt Kritik vor allen Dingen aus Reihen der FDP. Konstantin Kuhler hat mehr Sorgfalt angemahnt und hat den PR-Erfolg für Kompakt, der es ohne Frage ist, beklagt. Und der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hatte ja schon beim Erlass des Verbotes von Nancy Faeser sich sehr scharf geäußert und hat gesagt, wenn das nach dem Vereinsrecht passieren soll, und wir reden hier ja von einem Presseorgan, das besondere Schutzmechanismen hat, nämlich § 5 Grundgesetz. Wenn das schief geht, so Wolfgang Kubicki schon zum Erlass des Verbots, dann müsse Nancy Faeser zurücktreten. Also das ist nicht angenehm für Bundesinnenministerin Nancy Faeser. FDP-Mann Kubicki hatte schon zuvor den Rücktritt von Faeser gefordert, falls diese vor Gericht scheitern sollte. Genauso forderte Kubicki nach Aufdeckung der RKI-Akten den Rücktritt von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die RKI-Protokolle belegen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse bewusst von der Politik übergangen wurden, um die Freiheit der Bundesbürger in einem bisher nie dagewesenen Maße einzuschränken. Man denke nur an die, Zitat, Pandemie der Ungeimpften, Zitat Ende. Alles war erstunken und erlogen von Politikern wie Jens Spahn und Karl Lauterbach, die sich über die Sachverständigen des RKI bewusst hinweggesetzt haben. Lauterbach hat jetzt 15 Millionen neue Dosen an Corona-Booster-Impfstoffen bestellt, obwohl im letzten Jahr nur 5 Millionen Booster-Impfungen in Deutschland nachgefragt worden sind. Ich frage mich, wie viele Millionen Euro will Lauterbach zugunsten der Impfindustrie noch veruntreuen? Doch wie Faeser denkt auch Lauterbach nicht an einen Rücktritt und dem Kanzler fehlt das Rückgrat, diese Fehlbesetzungen aus dem Amt zu entfernen. Weil er am Ende des Tages eben auch selbst eine Fehlbesetzung ist. Die Skandale nehmen kein Ende. Sei es Wirecard, die Warburg Bank und Cum-Ex-Geschichte oder die Mithilfe bei der Vertuschung der Nord Stream-Sabotage. Christine Lambrecht musste als SPD-Verteidigungsministerin ihren Hut nehmen. Sie hat amerikanische F-16-Kampfjets zum sage und schreibe dreifachen Preis gekauft und damit die deutschen Steuerzahler komplett über den Tisch ziehen lassen. Der Nachfolger Boris Pistorius ist aber keinen Deut besser, obwohl er in der Beliebtheit ständig nach oben geschrieben wird. Er rüstet zum Krieg gegen Russland. Die Bundeswehr-Sonderverschuldung von 100 Milliarden Euro nutzt er
zur weiteren Aufrüstung der Ukraine. Seinen Generälen lässt er verfassungsfeindliche Angriffsplanungen ohne Konsequenzen durchgehen. Auch Pistorius hätte längst zurücktreten müssen. Von der SPD-Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz, hört man wenig bis gar nichts, außer dass sie ihr Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, meilenweit verfehlt hat. Und die SPD-Entwicklungsministerin Schulze? Rund 33 Milliarden Euro für sinnlose Projekte im Ausland zu veruntreuen, ist schon eine besondere Dreistigkeit angesichts der in Teilen völlig heruntergekommenen Infrastruktur in unserem Land. Zur FDP möchte ich nur anmerken, dass FDP-Finanzminister Christian Lindner als Finanzminister einen verfassungswidrigen Haushalt zu verantworten hat. Im Rahmen der laufenden Haushaltsaufstellung fordert er mal wieder die Abschaffung des Entwicklungshilfeministeriums, was FDP-Mann Dirk Niebel schon vor den Bundestagswahlen 2009 gefordert hatte, bevor er dann selber Entwicklungshilfeminister wurde. So viel zur Tradition der Glaubwürdigkeit der FDP. Mein Fazit lautet: Sämtliche Kartellparteien sind unwählbar, weil sie erstens die derzeitigen Probleme verursacht haben und zweitens, weil sie nicht imstande sind, ihre falschen Positionen zu korrigieren. Sei es den Kriegskurs gegen Russland, die ungebrochene Massenmigration oder die Zerstörung unserer industriellen Basis und letztlich auch des Mittelstands. Wie steht es nun mit der AfD? Ja, wer in unserem Land wirklich etwas zum Guten verändern will, kann dies nur tun, wenn er die AfD wählt. Aber Vorsicht, auch in dieser Partei wachsen die Anzeichen, dass immer mehr Karrieristen auf die oberen Listenplätze drängen wollen, denen es weniger um Deutschland als vielmehr um ihre eigene finanzielle Gesundung geht. Das müssen wir beobachten und verhindern. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.